wenn so eine Idee kommt, ich sage, das muss ich machen. Oh Gott, wo nehme ich das Geld her? Da. Und da darf man eben nicht erlahmen oder sagen, ja, ich kann mir das gar nicht leisten. Oft sind Leute ins Atelier gekommen und haben gesagt, ah, du arbeitest an dem. Für welche Ausstellung? Und ich, was? Hm? Für welche Ausstellung? Für keine, für mich. Aber jetzt sind über 220 Arbeiten im Belvedere auferstanden. Und vieles davon zum ersten Mal wieder Altar. Wann werden uns die Theologen endlich etwas von Zärtlichkeit erzählen? Das stammt ja aus 1978. Da habe ich vor 20 Jahren einmal, weil eine Triptychon-Ausstellung war in Deutschland, durch eine Bekannte anzufragen, versucht, also dort hineinzukommen. Es hätte gepasst, Triptychon, ja? Altar. Und die haben gesagt, nein. Werblicher Christus? Nein, das geht nicht. So ist es. Aber jetzt steht es dort.